Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den Ferrari J50 an, ein extrem streng limitiertes Sondermodell, welches 50 Jahre Ferrari in Japan zelebrieren soll. Das ganze Fahrzeug ist Teil des Autopass, da können wir auch ganz kurz mal einen Blick drauf werfen, damit wir die Übersicht behalten. Ich würde allerdings sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und springen damit direkt mal auf die PXH-Teststrecke, denn wir wollen ja wissen, was kann das Fahrzeug denn da so leisten. Und mit dem Start der Runde schauen wir wie üblich auf die Leistungseckdaten des Fahrzeugs. Bevor ich darauf aber eingehe, ein kleiner Fakt vorweg. Der Ferrari J50 basiert tatsächlich auf dem Ferrari 488 Spider. Dementsprechend teilen sie sich auch den gleichen Motor, den 3,9 Liter V8 Biturbo. Der leistet hier allerdings 690 statt 670 PS. Also der J50 hat eine leichte Leistungssteigerung von knapp 20 PS erfahren. Beim Drehmoment sind aber beide gleich mit 760 Newtonmeter Drehmoment. Beim Getriebe haben wir auch das bekannte 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe und beim Gewicht sind beide eigentlich auch gleich aufgestellt mit knapp 1,5 Tonnen. Beim Sprint von 0 auf 100 und auch bei der Höchstgeschwindigkeit gibt es tatsächlich keine offiziellen Angaben. Deswegen habe ich jetzt mal die Angaben des Basismodells, also des 488 Spider, hingeschrieben. Also 3,0 Sekunden von 0 auf 100 und die Höchstgeschwindigkeit knapp bei 325 km/h. Ich könnte mir vorstellen, aufgrund, dass er halt so knapp 20 PS mehr Leistung hat, dass der Sprint vielleicht auch in 2,9 Sekunden gelingt, dass die Höchstgeschwindigkeit vielleicht bei so 330 km/h ist. Wenn man jetzt die Leistungstelemetriedaten aus dem Spiel bemüht, dann sind die Daten noch krasser. Also da schafft er angeblich den Sprint von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Und jetzt haltet euch fest, eine Höchstgeschwindigkeit von 372 km/h sollen erreicht werden. Das überprüfen wir gleich nochmal. Aber das finde ich ein bisschen zu krass. Also 2,8 glaube ich fast nicht, bei nur knapp 20 PS mehr Leistung. Also 2,9 halte ich für realistisch. Und die Höchstgeschwindigkeit, also die ist, ja, typisch Vorzahl. Einfach viel zu viel als die Realität. Also das kann ich mir nicht vorstellen. 330, vielleicht 335, aber mehr dann auch nicht. Aber ganz kurz zu den Fahreigenschaften des J50. Man merkt, dass er hier serienmäßig nur mit Sportreifen statt Semislicks daherkommt. Bei so einer Fahrzeugklasse würde ich Semislicks dann doch schon erwarten. Und das hat ihn ein bisschen limitiert. Trotzdem hat er einen sehr, 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 sehr guten Job gemacht. Und man hat die Verwandtschaft des 488 direkt gespürt. Und er schlägt sich mit einer 1.58.302 auch ganz solide in der Bestenliste wieder. Also wenn man jetzt nach dem Forza-internen Leistungsindex geht, müsste er natürlich deutlich näher am 911 GT3 RS dran sein. Aber, ja, das muss man ganz klar sagen, so ein GT3 RS ist natürlich für so eine Strecke gemacht. Ja, der J50 würde ich jetzt sagen, klar ist ein Sportwagen, ein Supersportwagen bei der Leistung, aber ist jetzt nicht unbedingt, ja, einen Teststrecken-Rampensau. Und wie schon gesagt, er hat nur Sportreifen, in Anführungsstriche gesagt, während GT3 RS eben mit diesen vorhandenen Semislicks kommt und eigentlich auch fast jedes andere Fahrzeug, was wir da so, ja, über dem J50 gefahren haben oder eine bessere Zeit gesetzt hat, kommt auch schon mit Semislicks daher. Auch ein 488 Pista, den wir ja schon drüber geschickt haben. Und ja, ich habe ja ganz am Ende noch gesagt, er fährt sich so ein bisschen typisch wie so ein 488. Klar, wir sind den normalen 488 hier noch nicht gefahren. Das werden wir sicherlich in näherer Zukunft tun. Dann wird es auch ganz spannend sein, wie der dann sich so schlägt. Der hat, glaube ich, hier im Spiel knapp ein paar LI-Punkte mehr als der J50. Also, die sind, glaube ich, relativ ähnlich aufgestellt. Also, von dem her wird es sehr spannend sein, wie sich dann das Basismodell bzw. die geschlossene Version schlägt. Denn den Spider haben wir natürlich nicht. Dazu kann ich auch gleich nochmal was sagen. Aber wir sind eben, wie gesagt, den Pista schon mal gefahren und ich habe direkt wirklich gleiche Elemente gespürt. Also so vom grundlegenden Fahrverhalten ist der J50 sehr, sehr ähnlich zum Pista. Pista natürlich nochmal viel mehr Anpressdruck und natürlich durch seine Semislicks einfach auch nochmal ein bisschen griffiger. Er ist ja nochmal ein bisschen leichter, der Pista. Also das ist klar, der Pista ist einfach die bessere Version, wenn man so möchte. Ist er halt auch, ne? Es gibt ja auch einen Pista Spider, aber auf dem basiert der eben nicht. Nochmal, der J50 basiert auf dem 488 Spider. So, aber genug der Worte auf der Bestenliste. Es gibt nochmal ein paar mehr Worte zum Fahrzeug. Und zwar, ja, zurück bei unserem Häuschen. Denn ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt gleich nochmal, ja, weiterfahren oder tunen, wollte ich nochmal so ein bisschen das Fahrzeug begutachten. Denn bei solchen Sondermodellen ist ja meistens so ein bisschen eine Designgeschichte dahinter, ja. Also nochmal, um dich abzuholen, der J50, daher auch namensgebend, soll eben 50 Jahre Ferrari in Japan zelebrieren. Das Ganze wurde gebaut von Ferraris Special Project Department. Das Ganze ist auf nur gerade mal 10 Stück limitiert
und ist tatsächlich nur dem japanischen Markt vorenthalten. Und ich habe mich dann auch schon gewundert, das war wirklich einer meiner ersten Gedanken, hä, warum ist es dann aber ein Linkslenker? In Japan haben wir ja Linksverkehr, dementsprechend eher ein Rechtslenker, aber trotzdem, Ferrari typisch, europäisch, soll tatsächlich immer nur ein Linkslenker verbaut werden, obwohl die Kunden tatsächlich, also diese 10 Kunden, wirklich sehr spezielle Wünsche äußern können und es dementsprechend angebaut wird. Klar, weil das halt auch alles Einzelanfertigungen irgendwo sind. Basis, wie schon gesagt, ist der 488 Spider. Großer Unterschied ist tatsächlich das Dach, was wir leider nicht anbringen können. Hier haben wir tatsächlich ein zweiteiliges Carbondach, also quasi ein Targa-Dach. Beim Original-Spider, falls ihr das nicht wusstet, der hat ja so ein elektronisches Faltdach. Ja? Und die Targa-Dächer, die sind jetzt aber hier, glaube ich, nicht modelliert. Die kann man tatsächlich einfach hier hinten hinter die Sitze tatsächlich legen. Also die kann man immer mitnehmen, die muss man nicht zu Hause lassen oder sonst wo. Oder versuchen, hier vorne zu verstauen. Ich glaube, die würden da auch gar nicht reinpassen. Also da ist nicht viel Platz. Ja, typisch bei solchen Sportwagen, nicht viel Stauraum. Was vielleicht auch noch eine Besonderheit ist, definitiv sind die speziell für dieses Fahrzeug geschmiedeten 20-Zoll-Felgen, die wir hier haben, die es natürlich auch wieder in verschiedenen Ausführungen gibt. Da können wir auch gleich mal bei den Designs schauen. Da haben sie nämlich auch ein paar verschiedene mit drin, die es auch tatsächlich schon gibt, was man schon gesehen hat von dem Fahrzeug. Aber wie schon gesagt, die Designgeschichte dieses Fahrzeugs ist sehr interessant. Und zwar achtet mal auf ein paar Elemente. Und zwar achtet mal auf diese schwarze Seitenlinie. Und wenn ihr das mal so anguckt, das soll tatsächlich, und das war auch der Auftrag für dieses Sondermodell, dieses Modell soll ganz viele klassische Ferraris beinhalten. Und das tut's auch. Es, so eine schwarze, die schwarze Linie soll in erster Linie das Fahrzeug ein bisschen tiefer wirken lassen. Ja, nicht so hoch, sondern einen sehr, sehr tiefen Roadster. Und tatsächlich soll diese schwarze Linie an den 288 GTO, den F40 als auch den F50 erinnern. Und gerade jetzt auch, wo sie das so sagen, wenn man das so anguckt, nur diese Linie, diese schwarze Linie, das ist halt echt übelst typisch für entsprechend diese drei Modelle. Ja? Und das finde ich schon sehr, sehr cool. Dann des Weiteren die Motorhaube, um da einfach mal hinten hinzugehen, haben sie versucht, in einer Linie durchzuziehen. Achtet da mal drauf. Also das geht so wirklich von den hinteren Carbonteilen. Das ist eine schöne Linie bis hinten zur Abrisskante. Auch hier diese Plexiglasscheibe. Na, das ist eine schöne durchgezogene Linie. Und das soll tatsächlich für eine etwas längere Motorhaube hinten wirken. Und das soll tatsächlich an die Rennwagen der 60er erinnern. Während tatsächlich noch weitere Elemente mit drin sind, vielleicht auch das ist ganz interessant, wenn ihr mal das Fahrzeug so von vorne betrachtet und diese Wölbung, diese Aussparung anguckt, da könnte man, finde ich, einen F50 auch wieder drin erkennen, um einfach ganz kurz nochmal auf den F50 zurückzukehren. Also ich finde schon, dass dieses Element so ein bisschen mit drin ist. Ja, Verbindung unterbrochen, bliblablub. Ich bin noch da, ich verlasse euch nicht, keine Sorge. Ja. Des Weiteren, was auch ganz interessant ist, gerade auch im Vergleich zum Basismodell, wir haben hier eine abgesenkte Windschutzscheibe, gerade hier so im oberen Bereich. Ne? Man sieht, die nimmt so eine leichte, ja, ich sage jetzt mal Wölbung, also die wird ein bisschen oben flacher. Ja? Dadurch senkt sich das alles. Des Weiteren haben sie halt auch geguckt, dass die Fronthaube insgesamt sehr flach wirkt, finde ich auch. Der wirkt sehr, sehr spitz zulaufend. Und des Weiteren sind die Radkästen auch sehr erhöht, ja, im Vergleich auch zur Basis. Und das Ganze soll dann auch wiederum in der Kombination an die Modelle aus den 50ern erinnern. Also ihr merkt, ganz, ganz viele Epochen fließen hier mit ein. Und ich finde tatsächlich, das ist jetzt nicht irgendwie so zusammen, weil es gibt ja den 296er Ferrari, der soll ja auch ganz viele Elemente der vergangenen Ferraris haben. Und der finde ich optisch halt echt furchtbar. Der passt gar nicht. Der hat zwar schöne Einzelelemente, aber in der Summe sieht es, finde ich, persönlich beim 296 echt furchtbar aus. Bei dem finde ich das echt gelungen. Also mir gefällt der optisch richtig, richtig gut. Und tatsächlich hat aber auch diese abgesenkte Frontscheibe zum Beispiel, hat tatsächlich auch einen Effekt, nämlich die Aerodynamik. Der Wind gleitet natürlich ein bisschen besser und schneller über das Fahrzeug. Das heißt, wir erzeugen auch ein bisschen mehr Anpressdruck. Der Diffusor wurde dahingehend auch ein bisschen überarbeitet, was dann auch nochmal für ein bisschen besseren Anpressdruck sorgen soll. Also insgesamt ist eben dieser J50 schon eine etwas verbesserte Version im Vergleich zum normalen 488 Spider. Wie gesagt, es gibt noch den 488 Pista Spider. Der ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Gut, das aber jetzt erstmal zu den Fakten. Dann bist du auch ein bisschen komplett abgeholt, ja, damit wir da alle auf einen Nenner kommen. Ja, dann wollte ich noch eine Sache, wie gesagt, ganz schnell gucken bei den Designs. Da gibt es nämlich auch wirklich ein paar Basisfarben, die man auch schon gesehen hat. Der blaue nämlich mit diesen, ja, ich sage jetzt mal, goldenen Felgen hat auch auf jeden Fall was. Als auch eben dieser silberne, das finde ich auch echt
richtig rattenscharf. Ich finde echt tatsächlich silberne Ferraris, irgendwie haben sie mir das angetan in den letzten Jahren. Aber wir bleiben natürlich beim Basisrot. Muss einfach sein. Ein Gelb, glaube ich, würde auch gut aussehen. Weil ich meine, so ein F40 oder ein F50 sieht in Gelb auch richtig geil aus. Ja, müsste jetzt so ein bisschen mehr. Man müsste es so ein bisschen zusammenmixen. Ne? Da müsste ein bisschen mehr so in dieses Gelb gehen. Ja, schon geil. Aber wie gesagt, wir bleiben bei Rot. Und wir gehen noch mal ganz kurz raus hier aus dem Häuschen. Um einfach mal wirklich zu testen, ob der wirklich 372 fährt. Also ich verarsche euch nicht. Guck mal in die Telemetrie. 372. Laut Spiel. Aber das fährt er never ever in Real Life. Woher? Also woher soll er dieses Speed auf einmal nehmen? Also bei aller Liebe. Nee, wie gesagt, ich gänge mal realistisch wäre bei dem so 330 vielleicht. Mit ganz viel Liebe vielleicht sogar 335, wie ich schon gesagt habe. Ja, klangtechnisch habe ich noch gar nichts gesagt. Klingt natürlich arschgeil. Fällt mir richtig gut. Und was auch cool ist, im Vergleich zum normalen 488, wir haben halt eben doppelte Rundleuchten hinten. Ich finde, das hat auch nochmal so ein bisschen was Klassisches. Jetzt bin ich mal gespannt. 300 haben wir. Okay, alles easy. So, bei knapp über 325 wäre ja Normalschluss beim Spider. Das durchbrechen wir. Oh, der marschiert tatsächlich weiter. Jetzt nicht wahnsinnig schnell. Aber das ist ja heftig. Okay, 350 gleich. Achten Gang haben wir nicht, klar. Sieben Gang Doppelkupplung. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Wann soll er diese 372 fahren? Wann? Ja, er beschleunigt weiter. Okay, ich gebe es zu, aber... Okay, das dauert halt ewig. Aber er schafft's. Krasse Nummer. Gut, kann er natürlich in keinem Rennen irgendwie umsetzen, aber gut, bei 3,64 ist jetzt Schluss. Es geht auch leicht bergauf gerade. Jetzt müssen wir mal, wenn es berg runter geht. Aber ja, die Telemetrie ist da irgendwie ein bisschen falsch berechnet, würde ich mal behaupten. Also, wenn du ihn da den Vulkan runterschmeißt, vielleicht schafft er das. Ja, wobei jetzt gut, hier bergab schafft er die 72, also 3,74, 75, 76 sogar, 77, 3,78, 3,78. Okay, ja, das ist halt natürlich... Bisschen falsch, aber okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Ich würde sagen, wir gehen in ein Festival rein und dann tunen wir mal ein bisschen. Ich hätte nämlich gesagt, bei dem Fahrzeug möchte ich gar nicht so viel krass verändern. Aber, jetzt kommt das dicke Aber, ich möchte trotzdem erstmal gucken, was könnte man maximal aus dem Motor rauskitzeln. So, wir verbauen das nicht, einfach nur so, dass wir es wissen. Und ja, falls du dich fragst, die neueren Fahrzeuge, wie eben auch der J50, ist noch nicht im Auto-Wunschformular. Das wird aber, denke ich, die nächsten Tage angepasst. Dann kommen die Fahrzeuge aus Serie 2 und 3 und dementsprechend auch aus dem Autopass mit dazu. So, wir können tatsächlich auf 994 PS gehen und 1024 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schon ordentlich. Wie gesagt, verbauen wir nicht. Aber einfach mal so rein Interesse halber. Engine Swap könnten wir auf einen 6,3 Liter V12 Hybrid. Das ist der Motor aus dem LaFerrari. Das ist auch... Nee, nicht mal! Das ist nicht der aus dem LaFerrari, das ist der aus dem FXX. K. Ja, das K sollte schon mit. Weil über 1000 PS ist nicht der LaFerrari. Der LaFerrari hat unter 1000 PS. Und das sind über, das heißt, das ist der aus dem FXX-K. Okay, das ist krass. Das ist crazy. Okay, wie viel Leistung könnte man da denn rauskitzeln? Da könnte man noch ein Turbo drauf schnallen. Okay, jetzt ist es crazy. PS. Okay. Gut, das wird halt unfahrbar, aber ja. Einfach nur mal Interesse halber. Wie gesagt, wenn er dann im Wunschformular ist, könnt ihr euch solche Craziness, so eine Craziness wünschen. So, ja, Allradbau warum mal nicht. Nee, ich wollte tatsächlich ein bisschen, ja, nur so ein bisschen verbessern tatsächlich so. Dass er halt, also er war halt auf der Teststrecke, war halt einfach durch die Reifen hauptsächlich limitiert. Und ich glaube einfach, dass man da schon echt ein bisschen was rauskitzeln kann. Deswegen machen wir einfach mal die Semi-Slicks drauf. Wir machen auch gerne sehr breite Reifen drauf, ist ja gar kein Thema. Die Spurverbreitung machen wir gleich. Felgen würde ich lassen, die sind eigentlich ganz cool. Kupplung machen wir mal. Getriebe würde ich eigentlich auch lassen. Hat ja schon Doppelkupplungsgetriebe. Wir könnten vielleicht einen Renndiff noch verbauen. Ich meine, der hat ja natürlich von sich aus schon einen Diff, aber halt so ist es halt einstellbar. Dann eben Rennfahrwerk, die ganze Geschichte hier. Das machen wir nicht, aber okay, gut. Gewicht, klar, könnten wir ein bisschen abspecken. Würde ich gar nicht so viel, aber ein bisschen können wir ja machen. Und dann machen wir das, bevor wir es vergessen.
Okay, das sind zu viel. Erste Stufe reicht. Hier wahrscheinlich auch die erste. Ja, erste reicht easy. Und dann Leistung hätte ich nämlich jetzt gesagt, dass wir tatsächlich so auf, ich hätte jetzt gesagt, so auf Pista-Niveau. Ja? Weil der braucht, weil das ist ja schon super viel Leistung, ne? Mal gucken, da sind 717. Also der Pista hat 27, ne? Um das einfach nochmal kurz einzusortieren. Okay, das macht. Die Sprünge sind halt so krass. 21 Pest. Kann man da auch irgendwas, was nicht so krass einen Sprung macht? Gut, das macht halt direkt auf 722. Finde ihn aber ohne Dings besser. Machen wir das mal so und dann haben wir vielleicht was mit. Naja, das macht zu viel. Das macht zu viel. Ja, dann machen wir es halt so, oder? Dann sind wir bei 723. Und interessant ist, wir kommen dann auf ein LI von 887. Der Pista hat 889. Also wir hätten jetzt noch zwei LI-Puffer. Ja, könnten wir vielleicht so machen. Damit nur Schwungscheibe rein. Und was haben wir hier noch? Ups. Hier noch. Das noch. Ah, kommen wir trotzdem nicht ganz hin. Müsste ich doch das Getriebe verbauen wahrscheinlich. Nicht mal dann komme ich dahin. Also ja, sind wir ein LI drunter. Ist aber, finde ich interessant, dass wir ungefähr auf das Niveau hinkommen. Ja. Drehmoment habe ich jetzt gar nicht geguckt. Der Pista hat natürlich auch ein bisschen mehr Drehmoment. Aber ich glaube, wir haben jetzt deutlich mehr Drehmoment als der Pista, oder? Ja, 795. Der Pista, zur Erinnerung, hat 770 Newtonmeter. So, wunderbar. Dann gehen wir mal raus, gucken, wie sich's fährt. Ein bisschen würde ich noch was anpassen, auf jeden Fall. Und zwar würde ich den gerne ein bisschen tiefer legen. Vielleicht sogar so. Stabi, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, der braucht nicht so viel Sturz. Ein bisschen geben wir ihm mal. Getriebe können wir, wie gesagt, nicht anpassen. Das lassen wir erstmal. Und ich würde einfach sagen, wir fahren mal und dann finden wir ja schon relativ schnell raus, was er gut kann und was er nicht so gut kann. Ja, hinten wirkt er halt übelst hoch, aber wie gesagt, das ist extra so gemacht auch von der Designsprache. Ja. Man merkt aber schon auf den ersten, das ist so krass, ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber ich glaube, das ist einfach diese unzählige Spielerfahrung, die ich einfach habe in diesen Forza-Spielen. Man merkt einfach schon innerhalb der ersten Meter, ohne irgendwie ans Limit gegangen zu sein oder irgendwas, merkt man einfach direkt diesen Mehrgrip, den einfach schon diese Reifen und alles bieten. Das Fahrzeug ist jetzt schon eine ganz andere Nummer. Also wir können ja gerne mal, ist jetzt natürlich keine offizielle Testrunde, aber wir können ja gerne mal, also ich muss mich gar nicht hinporten, warum ich mich hier hinporten. Einfach mal kurz auf die Teststrecke gehen, einfach mal gucken, ohne jetzt groß was eingestellt zu haben. Ich garantiere, das läuft jetzt schon mal so viel besser und ich bin gespannt, ob die Reise schon Richtung Pista-Zeit geht. Ich meine, gut, wir werden die Zeit nicht schlagen, die Pista-Zeit ist natürlich im absoluten Limit gefahren, aber wir können ja jetzt einfach just for fun, um so ein bisschen auszutesten, einfach mal mit ein bisschen Flashbacks arbeiten. Das soll ja gar kein Thema sein. Und ja, was einfach halt schon zeigt, was so ein paar Änderungen machen. Ich meine, was heißt ein paar Änderungen? Wir haben schon viele Sachen verbaut, so ist es jetzt nicht, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Und ich glaube, was ich noch ändern möchte beim Fahrzeug, was ich auch cool finde, die Felgen innen sind auch so gelblich. Das, irgendwie hat das was, aber was ich, glaube ich, echt noch ändern wollen würde am Design ist, die Bremsscheiben, genau, wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, nee, die Bremsscheiben färben wir, glaube ich, nicht ein. Boah, manchmal, ne, die einfachsten Worte fallen mir manchmal nicht ein. Bremsklötze, nee, auch nicht Bremsklötze, die Bremsbacken. Backen, Bremsbacken? Ach, du weißt, was ich meine. Dass wir die vielleicht gelb machen. Ich glaube, das würde dem eigentlich optisch ganz gut stehen. So, jetzt gucken wir einfach mal, was ich da so spontan hinkriege. Weil einfach schon diese Semi-Slicks, ich meine, klar, wir haben jetzt auch breite Reifen und vieles anderes geändert, aber. Das ist einfach schon mal eine ganz andere Nummer. Ja, und wie gesagt, die Grundeigenschaften von so einem 488, das ist echt geil. Also gerade hier im Spiel, deswegen würde ich echt gerne in naher Zukunft mal den normalen 488 drüber schicken. Ich glaube, der stellt sich hier auch ganz geil an.
hier, diese Stelle. Fand ich beim Pista so geil, wenn man sich da reinbremsen kann. So, hier ist jetzt halt entscheidend. Diese ganz schnellen Ecken konnte er nicht vollfahren. Da muss, selbst hier muss ich leicht lupfen. Da muss ich immer noch, aber gut, ich hab's auch nicht perfekt erwischt. Hier muss ich sogar anbremsen. Mal gucken, ob ich hier voll... Nee, voll geht nicht, aber ein bisschen lupfen. Ich muss nicht bremsen. Das ist schon mal ein massiver Unterschied. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Hier muss ich auch lupfen. Okay, hier nutzen wir mal ein Flashback. Wie gesagt, der siebte Gang ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Das ist trotzdem schon mal eine ganz andere Nummer jetzt. Eine ganz andere Nummer. Wie gesagt, er hat viele Sachen sehr gut gemacht. Auch gerade dieser Abschnitt, der ist so anspruchsvoll. Hat er schon in der Serie sehr gut gemacht. Deswegen macht er das natürlich jetzt im Zustand erst recht sehr gut. Mal gucken, was rauskommt. Das ist natürlich nicht das absolute Limit gewesen. Aber ich denke mal, ja, mit 1,55 habe ich jetzt gesehen. Ja, das ist natürlich jetzt schon noch ein Stückchen weg. Aber das ist noch mal ein bisschen üben, ein bisschen am Limit. Ja, dann Pista kommt da auch nicht ran. Aber so eine 1,54... Also sagen wir mal so 8/10 noch mal schneller oder vielleicht bis zu einer ganzen Sekunde schneller wäre schon drin. Ja, also dann wäre halt so knapp eine Sekunde vom Pista weg. Ne? Pista hat eine 53,3, aber gut, ist dann auch ein Pista, ne? Darf man auch nicht vergessen. Deswegen, ja. Aber gut, wollte ich einfach noch mal testen. Ist ja auch mal ganz interessant, was so passiert. Jetzt gehen wir aber erstmal hier wieder raus und dann wollen wir natürlich auch mal gegen drei Vatare noch fahren. Und ich meine, ich habe jetzt auch nichts groß eingestellt, ne? Also darf man auch nicht vergessen, wenn er jetzt noch ein bisschen Feintuning macht und so weiter. Was wir jetzt einfach auch dann gleich machen werden. So, ich würde sagen, wir fahren... Was fahren wir denn? Mal so ein... Machen wir mal so ein Straßensehen. Das habe ich noch nicht gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Also wird es mal höchste Zeit, es zu gewinnen. Zack, zack, zack. Und habe ich eigentlich schon gesagt, wie er mir gefällt? Mir gefällt er richtig gut. Doch, ich habe es schon gesagt. Ich finde, der ist richtig nice. Perfekt, dass es jetzt regnet. Dann sehr gut, dass wir mit offenem Verdeck fahren. Ja, Verdeck oder beziehungsweise das Targa-Dach, sag ich mal, können wir leider nicht drauf machen. Finde ich ein bisschen schade, ein bisschen eine vertane Chance. Wenn wir doch jetzt schon die Möglichkeit haben, eigentlich solche Sachen drauf und wegzumachen. Aber weder im Forza Vista-Modus noch eben jetzt in der offenen Welt können wir das ändern. Was ich sehr schade finde. Ein bisschen slidy. Liegt aber auch natürlich an der nassen Fahrbahn. Ja, was ich auch lustig finde, wir haben ja dieses Ankündigungsvideo gemacht für unsere Multiplayer Special Series und die haben wir ja in Horizon 2 gedreht und da hat es ja dann auch geregnet, wie viele direkt geschrieben haben, hä, der Regen sieht ja viel besser auf der Windschutzscheibe aus und das war auch tatsächlich mein erster Gedankengang, dass es viel geiler aussieht. Es ist natürlich nicht so dynamisch wie jetzt hier, so dass die Regentropfen sich auch so ein bisschen physikalisch bewegen, aber rein optisch betrachtet sieht es halt einfach in Horizon 2 echt viel, viel besser aus. Sieht man mal, dass Fortschritt nicht immer von Vorteil ist. So, was ist denn jetzt mit den Avataren? Also Schwierigkeitsgrad habe ich eigentlich nicht umgestellt, aber sehen wir mal. Einfach so eine Wunderwaffe. Und dann geht's ab. Ja, schon ein geiles Fahrzeug, definitiv. Und genau, auf das wollte ich auch nochmal kurz eingehen. Den 488 Spider haben wir ja nicht im Spiel. Deswegen finde ich es aber auch geil, dass wir dann eher so ein Sondermodell kriegen. Ich meine, das Ding ist auf 10 Stück limitiert. Und wir haben sowas dann im Spiel als digitales Abbild. Das finde ich doch nice. Ja, also ich bin nicht immer ein Fan von solchen Sondermodellen tatsächlich, weil ich sage, ey, manchmal wäre es halt cool, einfach auch die Basis zu haben. Aber in dem Fall, sage ich mal, finde ich es geil, weil wir haben ja den normalen 488, ja.
Und jetzt den 488 Spider reinbringen, wäre so ein bisschen, oh, ja, weiß nicht, bräuchten wir jetzt nicht. Aber das ist halt nochmal was komplett Eigenständiges. Und das finde ich dann cool. Ne? Also statt den 488 Spider dann diesen J50 reinzubekommen, finde ich nice. Schreib mal gerne in die Kommentare, was du dazu meinst oder davon hältst, ob du das auch so siehst wie ich oder sagst, ja, ist doch geil, lieber so als jetzt irgendwie nochmal das gleiche nur offen. Oder sagst du, nee, ich hätte schon lieber den 488 Spider gesehen. Wie gesagt, ich rede nicht vom Pista, sondern ich rede wirklich vom normalen 488. Deswegen finde ich schon nice und wie gesagt, mir gefällt der optisch übelst geil. Auch gerade eben so diese schwarze Linie eben. Ich finde, wenn man es wirklich auch weiß und so vor Augen hat, man erkennt wirklich so diesen F40, F50 Touch, erkennt man einfach übelst wieder. Einfach vielleicht schnappe ich mir einfach mal ganz kurz den F50 um den F40. Aber das sieht man wahrscheinlich schon im Vorschaubild. Ich weiß gar nicht, ob ich die im Fuhrpark habe, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten kaufe ich mir die. Wenn ich die überhaupt kaufen kann. Ja, ich glaube, nur der LaFerrari ist, hier das Herstellerbonusfahrzeug. So, um das einfach mal ganz kurz zu zeigen. Ne, ich habe tatsächlich keinen. Nein! Okay, das haben wir aber gleich. So, ganz kurz mal einen F40 kaufen. Ja. Und einen F50 kaufen. Und 288 GTO war es ja auch noch. So, und ich glaube, man sieht es eigentlich schon im Vorschaubild. Seht ihr diese schwarzen Linien, die die haben? Hier und auch hier. Also vielleicht gerade beim F50 finde ich... Ups. Nein. Ich habe jetzt gerade super viel Geld ausgegeben, ne? Aber ist egal. Was macht man nicht alles? Ich muss gerade noch mal kurz den F50. Also dann... Ja. Ich finde, da erkennt man das halt auch dann sehr gut. Wie gesagt, der 288, ich habe mal schon gesehen, hat das auch und so weiter. Aber eben, guck mal hier. Es sind auch eben diese schwarze Linie da, die sich so durchzieht. So mit dabei. Und eben von vorne so diese Wölbung, die so ein bisschen mit drin ist und so weiter. Ich finde, das sind schon echt ein paar Elemente zu erkennen. Das finde ich schon nice. Also, und halt ein bisschen so modernisiert und so weiter. Also, mir gefällt es richtig gut. Tatsächlich. Manchmal guckt man sich Sachen an, sagt, das sieht geil aus, weiß aber gar nicht warum. Und wenn man dann aber auch noch weiß, was der Designer oder die Designer dabei gedacht haben und dann sagt so, oh, krass, stimmt. Voll nice. Also mir gefällt er, wie gesagt. Ich wiederhole mich, aber ist halt einfach so. So, ich würde sagen, ein Rennen geht noch klar. Machen wir vielleicht mal noch ein normales Straßenrennen, vielleicht so einen Rundkurs oder so. Vielleicht das hier oben. Machen wir mal. Oder haben wir noch irgendeins, was ich... Ja gut, das ist halt so klein und so, da haben wir jetzt keine Lust drauf. Nee, komm, machen wir das mal hier rund ums Stadion. Machen wir mal. Ums Eisstadion, muss man ja derzeit sagen. So, jetzt habe ich die Bremssättel. Bremssättel heißt, ey, ich hab's noch, mir ist es noch eingefallen, ja. Aber ey, ohne Witz, manchmal ist es halt echt so, die einfachsten Dinge so quasi vor ein paar Sekunden noch im Kopf gehabt und auf einmal... Wie heißt das nochmal? Fuck. Bremssättel. Mann. Ja, jetzt habe ich vergessen, die gelb zu machen. Aber ist auch egal, lassen wir sie so. Ist auch gut. So, gucken wir nochmal, wie wir hier gegen die modernen Sportwagen-Konkurrenz anstinken können. Ich glaube aber, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Der hält uns nicht auf. Was ich halt so geil finde, Pista wie jetzt auch an dem hier, gerade in die engeren Kurven rein, so der Eingang ist so geil sportlich zu fahren und so stabil zu fahren, das gefällt mir richtig gut einfach. Das hat mir halt beim Pista schon so direkt super gefallen. Es war ja in der Eröffnungsfolge der Teststrecke, Folge 30, wer die noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall auschecken.
sind mal ganz, ganz viele tolle Fahrzeuge gefahren. Unter anderem das Cover-Car mit der AMG One, aber eben auch den 488 Pista. Und deswegen war der 488 Pista auch mit einer meiner Highlight-Fahrzeuge, wenn nicht sogar das Highlight-Fahrzeug, für mich in dieser Folge, dieser besonderen, weil der einfach so coole Fahreigenschaften hat. Was das Fahrzeug ja nicht von sich selbst macht. Also man muss ja schon auch als Fahrer ein bisschen was machen. Aber es ist immer gut kontrollierbar und ja, hat mir echt gut gefallen. Gucken wir mal, ob wir den Bacan und den Ford GT auch noch bekommen. Ja, auf die ganzen Spielereien und Sachen, die jetzt so ein 488 mit sich bringt, das habe ich jetzt natürlich in der Folge mal ausgelassen. Ja, da gibt es ja ganz viele tolle Sachen, was der 488 mit sich bringt oder brachte, als es dann vom 458 oder 458 entsprechend auf den 488 ging. Werden wir vielleicht mal machen, wenn ich, wie gesagt, nochmal den 488, den normal, irgendwann mal angucke, in naher Zukunft. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch einen Ford GT irgendwie bekommen. Mit seinem dicken Heckflügel da hinten. Sehr gut. Ferrari gegen Ford, ne? Das ist ein Duell, das sitzt sehr tief. Da muss man natürlich in dem Fall jetzt Flagge für Ferrari zeigen. Wenn hier schon so ein bisschen Elemente von 60er Jahre Sportwagen mit drin sind, dann erst recht. So, sehr schön. Das hat Laune gemacht. Geiles Teil, geiles Fahrzeug, wie gesagt, ab jetzt verfügbar im Autopass. Beziehungsweise ab gestern Nachmittag ist es schon verfügbar. Und auf jeden Fall abholen, wer den Autopass noch nicht besitzt, vielleicht eine Überlegung wert. Also das ist schon ein geiles Fahrzeug und da kommen ja noch viele weitere geile Fahrzeuge. Ich meine, nächste Woche geht es ja direkt weiter, um schon nochmal einen kleinen Ausblick zu geben. Ich glaube, von hier kann ich von hier auf den... Nee, ich glaube, Moment, haben wir aber gleich. Gehen ganz kurz zurück zum Festival, da können wir am ehesten reingucken, um da einfach nochmal einen ganz kurzen Ausblick zu geben. Ne? Nächste Woche steht dann an der Ferrari Monza SP2. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie der sich so fahren lässt. Ich meine, da haben wir ja schon so einen kleinen Hinblick. 810 PS, 719 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze aus einem 7,5 Liter V12. Das klingt schon verrückt. Ja? Das klingt schon verrückt. Aber gut, wir sind raus. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Und dann wünsche ich dir, falls man sich nicht mehr hört, ein fantastisches Wochenende. Vielleicht da nochmal ein kleiner Programmhinweis. Ab morgen beginnt die Multiplayer Special Series, also das erste Video erscheint morgen, samstags 12 Uhr. Gerne einschalten, würde mich freuen über ein bisschen Support und in erster Linie wünsche ich dir aber sehr gute Unterhaltung. Mach's gut und bis dann, ciao!